Vor gut 2 Monaten haben wir im Bundesrat die Bundesdüngeverordnung verabschiedet. Das war ein ganz schön schweres Stück Arbeit und hat auch für sehr viel Ärger bei den Landwirtinnen und Landwirten gesorgt. Wir haben lange darüber verhandelt und in letzter Minute ist es noch geschafft worden, dass ein Teil der Bundesdüngeverordnung erst zum 01.01.2021 in Kraft tritt. Gleichwohl haben wir in Nordrhein-Westfalen gesagt, wir sehen zu, dass unsere Landwirte auf der sicheren Seite sind und haben die sogenannte Binnendifferenzierung tatsächlich vorgezogen. Das heißt, wir haben die Zahl der roten Gebiete verringern können, weil sich in der Tat durch auch die geltende Düngeverordnung die Nitratbelastung im Grundwasser geändert hat. Wir haben jetzt schon die Binnendifferenzierung, das heißt weniger rote Gebiete in Nordrhein-Westfalen und damit auch erleichterndes Arbeiten für die Landwirte. Und ich denke, wir werden im Laufe des Jahres noch dafür sorgen können, dass wir noch mehr für die Landwirte schaffen, dass sie besser zurechtkommen mit diesen neuen Bedingungen. Für uns als CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig, dass wir unsere Landwirte nun auf dem Weg in diese neue Düngeverordnung begleiten. Wir haben dazu in den vergangenen Wochen im Plenum einen Antrag gestellt auf Ausdehnung der Wasserkooperation. Diese Wasserkooperation, die seit langen, langen Jahren im Land Nordrhein-Westfalen ganz erfolgreich laufen, waren bislang eben beschränkt auf die Wasserschutzgebiete. Und unser Antrag beschäftigt sich eben damit, dass die Wasserkooperationen ausgedehnt werden auf die roten Gebiete. Das heißt, wir wollen unsere Landwirte darin unterstützen, durch gezielte Maßnahmen Nitratwerte im Grundwasser dann zu senken. Die Landesdüngeverordnung ist in Nordrhein-Westfalen sehr gut umgesetzt worden. Die roten Gebiete sind eingeteilt worden und wir schauen jetzt alle 6 Jahre, ob diese Gebiete noch zutreffend sind. Wir vom Landesagrarausschuss fordern in diesem Bereich, dass hier zeitnäher angepackt wird, dass wir einen kürzeren Betrachtungszeitpunkt bekommen, um die positiven Auswirkungen, die in der Landwirtschaft auch erreicht werden, auch zum Nutzen kommen und auch umgesetzt werden für zukünftige Planungen.